Danke, Hiba. Schön zu sehen, dass nicht nur Berlin multikulturell vielfältig ist, aber auch unser Team. Das auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zusammenfassen, worüber sich Hiba mit dem Kollegen aus Palästina, also aus der Gruppe Palästina Jaffra, unterhalten hat. Jetzt sind wir aber erstmal gespannt auf die Performance der Gruppe Amistad Salsera und den Piraten. Ich bin vor allem gespannt, wie sie die Kostüme einsetzen. Ich meine, ich sehe Papageien. Und vor allen Dingen, ich meine, die Leute sehen nicht nur piratisch aus, sie wollen auch mit Salsa-Feeling, dieses Piraten-Feeling auch hier nach Berlin tragen. Und ich bin echt begeistert, dass sie den Karneval der Kulturen, den 22. jetzt auch so ergänzen. Und los geht's mit der Performance! Toller Auftritt. Ich habe aber noch einen kurzen Zusatz aus dem Interview, das wir vor diesem Auftritt hatten. Hiba mit einem jungen Mann aus der Gruppe Palästina Jaffra. Es ging in dem Interview schlicht und ergreifend darum, dass die Gruppe uns, also dem deutschen Publikum, ihre traditionellen Tänze zeigen wollte und natürlich auch hofft, dass sie uns gefallen haben und dass sie dazu animiert haben, dass man mitmacht. Na, das auf jeden Fall. Also ich konnte mich nur schlecht in den Plätzen halten. Als konnte ich jetzt bei der Piratengruppe in Anführungszeichen auch. Das war Amistad Salsera. Ich meine, der erste Song war sehr mitreißend. Die haben Bärte. Da konnte ich mich jetzt nicht mit identifizieren, weil ich sitze komplett bartlos hier, ehrlich gesagt. Aber ich auch. Nichtsdestotrotz, schön, okay, da vereint uns hier was. Aber nichtsdestotrotz haben die extrem Party gemacht.